Und jetzt machen wir den nächsten kalt. Rocky Torani. Die Tasche fühlt sich ziemlich leicht an, Leute. Kann sein, dass ich es packen werde nach dieser Partie. Unser Mädchen macht heute Abend Party. Willst du mit Mike nicht zum Essen zu uns kommen? So. Wir knacken das Schloss. Noch zwei. Marina will dieses Baby sehen. Ich schiebe. Kannst du vielleicht den Familienkram aus dem Spiel raushalten? Ignoriere ihn. Kommt doch alle rum am Wochenende. Wir freuen uns auf euch. Noch zwei. Marina will dieses Baby sehen. Bei dieser Hitze kannst du vielleicht den Familienkram aus dem Spiel raushalten. Ignoriere ihn. Kommt doch alle rum am Wochenende. Wir freuen uns auf euch. Anders hin, ja? Spielen wir eine Runde? Hier ist kein Zutritt, wie spät ist es? Zeit für dich, noch eine Runde zu spielen, damit ich mein Geld zurückgewinnen kann. Ja, schon weg. Muss abgehauen sein. Ich treib ihn raus. Ruhe in Frieden. Scheiße! Seine Familie nicht zu sehen ist genug. Scheiße! Er hat das ist deine eigene Schuld! Jeden Knochen. Du bist Geschichte! Nein, 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 nein! Lauf! Weg hier! Ich pisse auf dein Grab, Arschloch! Hier bleibt nicht mal genug übrig für eine Beerdigung. Du bist nicht so gerissen, wie du glaubst. Bin eingekesselt! Geh in Deckung! Totes Arschloch auf 12 Uhr! Nimm die andere Seite! Okay. Ich. Wir regeln das hier und jetzt. Nö. Hä? Hat er es da? Du bist nicht so gerissen, wie du glaubst. So. Wo ist noch Geld? Hier irgendwo. Ach, da. Können wir gehen? Dann gehen wir wieder. Direkt zu Sweet. Ich werde auch nicht jünger, Idiot. Danny Little. Alle haben ihre Grundstücke so hübsch gemacht. So, hallo. Mal hoch. Sweet Danny Little. Drop a little. I wanna talk to you. Keiner will mehr wetten. Was immer du gemacht hast, Two Dicks kam in der Boxhalle vorbei. War stinksauer. Was sagt er? Hat sich mit einem Boxer angelegt und mit der Waffe rumgefuchtelt. Hat zu einem von seinen Jungs gesagt, er wäre dann in Wilcox Saloon. Trainier du weiter für deinen Kampf. Ich kümmere mich um das Arschloch. Weiter. Das Arschloch Two Dicks wartet auf dich. So. Ich habe meinen Kopfhörer am kleinen Wackelkontakt. Weil ich da ein bisschen blöd rankomme.
höre ich nur die Hälfte. Finde ich, wenn ich mal ab und zu meinem Headset rumfummel. Ersten beiden. Kann ich auch hier lang gehen? Hier? Nee. Dort bestimmt. Ach so, es war ein... Ah. Denkst du, mich interessiert das wirklich? Julia ist immer noch in den Wechseljahren. Bin ich froh, dass ich nichts mehr mit Hitzewallungen zu tun habe. Wenn du das sagst. Wo ist dieser Feinkostladen zum Donnerwetter? Auf dem Weg! Nichts passiert. Leg dich nicht mit den Jungs hier an. Vertraue mir, das willst du nicht. Mach ich aber. Hier oben ist. Nächste Woche sind es 2 Jahre. Wir fangen gerade an. Also, was ist jetzt mit dem Fünfer? Unsere Jungs sterben links und rechts und du willst seine Wette abschließen? Leck mich! Es ist eine sichere Sache. Was hat der Krach zu bedeuten? Also was? Wo hat er sich verkrochen? Ich bin ein alter Mann. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich bin ein alter Mann. Lassen Sie mich in Ruhe. Oh, Jesus. Lieber Jesus. Bitte. So. Bei den schon mal. Ich lade nach! Was zum... Klar. Schnappt ihn! Ich gehe in Deckung! Da bist du also... Ah! Da. Noch einer irgendwo? Keine Sorge, ich finde den schon.
Ich sehe dich. Mach deinen beschissenen Job und finde ihn. Ich drücke jetzt ab. Da, da, seht ihr ihn? Wir sind hier. Wir sind unter... Munition ist alle. Ja, das gefällt dir. Nimm was? Hier. Totes Arschloch auf 12 Uhr. Er muss... Na, komm. Bereit, ihn zu erledigen. Komm her. Er macht uns fertig! Granate! Ich gehe in Deckung! Die ganze Scheiße haben wir ihm zu verdanken! Los geht's! Scheiße! Granate! Weg hier! Scheiße! Scheiße! Ich bin getroffen! Muss nachladen. Halt mir den Rücken frei. Oh, kann ich jetzt? Ja, aber. Du bist tot und merkst es nicht. Geh in Deckung. Das kann doch nicht sein. So, komm. Wisst ihr, wie lange ich schon für die Makanos arbeite? Hä? Ja. So, im aktuellen Bezirk hat noch keiner was. Fahrzeugpanzerung. Alle Fahrzeuge sind widerstandsfähiger gegen Aufprall und Beschuss. Turbolader. Verbessere Spitzentempo und Beschleunigung aller Fahrzeuge deutlich. Kugelsichere Reifen. Ist aber gut, Vito. Nee, Vito. Mehr Ausdauer ist auch gut. Kannst du ein paar Männer nach Southdowns schicken, dass wir die Kontrolle nicht verlieren? Kein Problem, Kumpel. Hilfe ist unterwegs. Ich wusste monatelang nicht, dass Lincoln das Massaker bei Sammy überlebt hatte, und ich wusste auch nichts von seinem Krieg gegen Sal Marcano. Das FBI hatte keine Akte über Lincoln Clay, und ich hatte keine Ahnung von seiner Militärausbildung. Das war ja alles Geheimsache. Sonst hätte ich natürlich nach dem Tod von Richie Doucette 1 und 1 zusammengezählt. Hi Lincoln, wir haben hier... Du kannst dich entspannt zurücklehnen. Muss das Geld noch da? Gut. Deine Entscheidung, Penner. So, dann haben wir nochmal. Lass uns was von dem Bargeld einbunkern. Konzentriere hierher. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Irgendwas, das ich für dich aufbewahren soll. Okay, ich wäre dann soweit. So. Dann reden wir mal mit Grand Purdue. Purdue? Mit Grand auf jeden Fall. Hallo, Junge. Purdue?
Grand Purdue. Gefällt Ihnen der Laden? Ich denke drüber nach, Ihnen... Okay. Und was haben Sie mit Marcanos Organisation zu tun? Mein Freund, ich besitze und leite Kaufhäuser. Aber bei dieser Wirtschaftslage, naja, da habe ich viel überflüssiges Inventar. Kleidung, Elektronikartikel, Sie wissen schon. Ein alter Freund, Artie Higgins, sagte mir, Grant, ist doch alles versichert. Lass dir den Plunder von mir abnehmen. Sie ließen sich also beklauen? Ja, meine Trucks. Sollte nur ein einmaliges Geschäft sein, aber verdammt, Artie hat einfach nicht aufgehört. Ich kann das nicht mehr weiter durchziehen. Wohin bringt Artie die Trucks? Hat er mir nie verraten, aber als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, hatte ich den Eindruck, als wollte er sie bei jemand anderem abladen, bei einem, wie nennt man das, einem Hehler. Grant, wenn ich ihre Sachen finde, gehen die sicher in Flammen auf. Tun Sie, was Sie tun müssen, um Artie das Handwerk zu legen. Meine Versicherung hat mich rausgeworfen. Sie sagt, ich sei ein Risikokunde. Ist das frech? Aber wenn Sie mir diesen Truck zurückbringen, sind doch ein paar Mäuse für Sie drin. Artie hat in South Downs ein paar Männer, die für ihn arbeiten. Diebe, alle miteinander. Mal sehen, was ich machen kann. Und Sie tauchen so lange erstmal ab. Ich denke wirklich, du solltest prüfen, was Artis Jungs über meine Trucks wissen. Okay, mach ich. So. Ist schon was? Nee. Na dann. Und wer ist der Erste? Steigen wir ein und los geht's. Wie man so hört, ließ die Firma Wachen nach der Ladefläche der Lastwagen mitfahren. Deshalb lief das schief. Unsere Jungs haben zwar die Zigaretten bekommen, mussten aber die Wachen etwas aufnehmen. Dieser Penner hat auf uns abgesehen! Verdammt! Geh in Deckung! Hier ist jemand, der es mit dir aufnehmen kann. Komm, check aus. Schaff mir dieses Arschloch vom Hals! Nicht zu verletzen, bloß es mehr als dich! Komm her. Erzähl mir alles über Artis Entführungsgeschichten. Der Boss hat fette Beute gemacht und will sie verscheuern. Ich weiß, wo das stattfinden soll. Ich melde mich. So. Wir sind Chuck wieder. Auf geht's. Verfluchte Scheißhitze. Hey, du! Mach die Mücke! Hilft mir leicht. Na los, fahr.
Na, ich pfeffer mich gerade. Hier geht's gleich rund. Achtung an alle verfügbaren Einheiten. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Officer hat Verfolgung aufgenommen. An alle Einheiten. Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Ja. Achtung, es gab eine Fahrerflucht im South Down. An alle Einheiten in der Nähe. Bitte bestätigen. Genau, und ich bin der Verdächtige, wisst ihr? Hier kommt die richtige Polizei! Getroffen! Wir fahren mal woanders hin. Mann, ey. Muss nachladen. Wenn ich mich bewege, bin ich entweder. Er schlagt hier auf die richtige Polizei. Ja, weißt du das? Ich brauche ein neues Auto in South Downs.
den Stock besoffen. Könnte nicht mehr fahren, wenn mein Leben davon abhänge. Versuche es später nochmal. Mann, ey. Zum Helden, wenn ich dich umniete!